Leute, ihr habt sicher einige Fragen. Wer zum Fick ist der Typ und wieso habe ich ihn abonniert? Macht er jetzt neue Videos? Wie lange ist meine Pizza schon im Ofen? Meine Chicken Nuggets verbrennen! Was ist eigentlich aus BWL Justus geworden? Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Keins mehr? Und warum liegt da eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Wer fickt mich in Zukunft? Diese und noch viel mehr Fragen werden wir in diesem Video nicht beantworten. Aber ich schweife ab. Es ist Weihnachten. Eine Zeit der Besinnung. Eine Zeit der Geschenke. Eine Zeit, in der Jung und Alt zusammenkommen. Eine Zeit, in der man sich gerne an vergangene Tage zurückerinnert. Wisst ihr noch damals? Damals, als Spiele noch gut waren. Damals ohne TikTok und Snapchat. Damals, als Merkel noch regiert hat. What the fuck? Naja, nicht alles in dieser Zeit war gut. Genau wie dieser Dreckskanal. Aber ja, ich lebe noch. Und nach einer langen, zermürbenden Findungsphase habe ich nun endlich die Gewissheit. Ich bin kein Cis-Mann, sondern ich bin eine Lesbe. Später dachte ich, ich muss auf Männer stehen. Und dann habe ich dann gecheckt, ich muss auf Lesben stehen. Und dann habe ich halt gewusst, ich bin halt einfach ein Cis-Mann. Okay. Damit meine engelsgleiche Stimme bei euch auch so richtig reinballert, habe ich mir extra für dieses eine Video ein verficktes 100-Euro-Mikrofon gekauft, was ich jetzt doch nicht nutze, weil die AI besser sprechen kann als ich. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch meinem Sponsor danken, ohne den dieses Scheißvideo niemals möglich gewesen wäre. Raid Shadow Legends. Nein, Spaß. Oma, krieg ich 100 Euro? Du kriegst gleich einen auf die Fresse. Danke, Oma. Die Zeiten haben sich geändert. Zocken macht mir keinen Spaß mehr, weil die meisten Games heutzutage unfertige, verbuggte Scheiße sind und nur noch aus Microtransactions bestehen. Kojima braucht einfach zu lange für neue Games, um mich bei Laune zu halten. Und wir alle hoffen, bis 2025 nicht zu verrecken, um den Release von GTA 6 erleben zu können. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Mein Körper ist stark, doch mein Geist ist schwach. Auch dieses Video ist nur ein Produkt aus meiner krankhaften Fantasie und nur durch zu viel Langeweile entstanden. Habt ihr Bock auf mehr von diesem Müll-Content? Oder soll ich mich wieder zurück in mein Drecksloch verpissen? Lasst gerne einen netten Kommentar da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eine Kleinigkeit spenden, damit ich meine geizige Oma in ein Heim stecken kann. Du Penner. Link ist in der Videobeschreibung. Und lasst gerne ein Abo da, denn Konsum und materieller Wohlstand ist das Einzige, was meinem Leben noch einen Sinn gibt.